Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache.
Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kuwakyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen in meiner Familiensituation eher selten gemacht. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ohne Eli wird dein Arm schnell verhackt. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. 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 Bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Hm.
Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen's nochmal. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er Entdeckt in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ein Durchgang. Vielversprechend. Das Rätsel gleich nochmal. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Wie weit wird es wohl nach Cubaquiaco sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Hast du
Wurzeln und Ruinen. Dann jetzt weiter? Ja, los. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Thank you.
Wenn ich... Da hat sich gerade was bewegt. Wenn ich irgendwo ein Seil festmachen könnte, könnte ich rüberklettern. Ich den Kran erreichen. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Mit dem Arm kann ich die Kranplattform schwenken. Drehen. Ich muss diese Seilplattform drehen. Wenn ich den Kranarm bewege, müsste ich auf die Kiste kommen. Irgendwo ein Kletterweg geben, der zum Altar führt. Es muss irgendwo ein Kletterweg geben, der zum Altar führt. Es muss irgendwo ein Kletterweg geben, der zum Altar führt. Es muss irgendwo ein Kletterweg geben, der zum Altar führt.
muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Kletterweg geben, der zum Altar führt. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja.
wissen wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht. Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten.
Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Tödliche Präzision, meistens. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Das verbotene Grab ruft.
Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Das hat nicht gereicht. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Psst, geh weg! Kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ah!
Fast geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Unter sich ein Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine... Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Wo ist die weiße Königin? Das arme Ding hat durch die Rost... Wo ist die weiße Königin? Wo ist die weiße Königin? Ugh.
Croft hat das Fuß, die weiße Königin. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Wo ist die weiße Königin? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus, wo ist die weiße Königin? Tierschädel, Omen des Tufos, die weiß. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Int solche Rüstungen trugen, wo ist die weiße Königin? Eine Stammesmaske, wo ist die weiße Königin? Die Flügel entfalten sich. Die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie. Die weiße König mit dem Ich muss ihr helfen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast.
Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ja, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder?